Zuallererst wünsche ich euch allen wunderschöne Weihnachten und schöne Festtage und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Denn dieses Video ist voraussichtlich, zumindest dazu geplant, am 24.12.2022 zu erscheinen. Wie ihr mich natürlich kennt, komme ich mit meiner Planung auch gerne mal ein bisschen durcheinander. Vielleicht kommt es auch einen Tag später. Ich hoffe allerdings nicht. Egal, wie auch immer, ich wünsche euch super schöne Festtage. Bleibt gesund, bleibt fit und esst so viel, wie ihr könnt. Lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ursprünglich wollte ich hier ein Was-wäre-wenn-Video machen, in dem es darum gegangen wäre, was wäre, wenn alle Figuren aus dem Jurassic-Universum zusammen Weihnachten auf der Isla Nublar gefeiert hätten. Das sollte so ein bisschen Comedy-Aspekt mit reinbringen. Dann wurde ich aber krank und habe leider extrem lange flach gelegen. Das heißt, das Video wird es voraussichtlich erstmal nicht geben. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, da irgendwas in die Kamera zu rotzen und habe mir dann gedacht, nee, komm, dann verschieben wir das entweder. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch noch nachträglich sehen wollt im Januar. Dann eben, oder ob wir uns das Ganze einfach aufheben bis Weihnachten 2023, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt hier euer Weihnachtsvideo und ihr habt mich sehr, sehr, sehr häufig gefragt, Tobi, du bist ja sehr unzufrieden mit der Jurassic World Reihe, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Eine Frage an dich, was wünschst du dir denn, wie das Ganze weitergehen sollte? Dazu muss ich erstmal darauf eingehen, was mich an Jurassic World denn stört. An Jurassic World hat mich noch nie die Geschichte gestört. Noch nie die Grundprämisse von Jurassic World. Mich hat nie gestört, dass es Hybriden gibt. Mich hat nie gestört, dass es ein Klonmädchen gibt. Mich hat nie gestört, dass es Heuschrecken in Jurassic World Dominion gibt. Ich meine, verdammt nochmal, ich habe ein Video darüber gemacht, dass die Idee mit den Heuschrecken an sich eigentlich genial ist. An Jurassic World stört mich lediglich die Umsetzung. Dieses schon fast lieblose Kopieren des Originals und dass sich nicht eingestehen, dass man etwas Eigenständiges erschaffen möchte. In jedem Jurassic World Film wird noch einmal erwähnt, ja, wir wissen, die Original Jurassic Park Reihe ist besser als das hier. Das wird einfach gesagt, es werden Sachen gebracht wie, ja, in Jurassic Park war noch alles sehr authentisch und hier ist alles so unecht und im Hintergrund laufen CGI-Dinosaurier herum. Das sind Meta-Gags, die uns als Zuschauer eben sagen sollen, ruhig, wir wissen, wir sind nur Jurassic World, wir sind nicht so gut wie Jurassic Park. Ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn ein Film sich selber nicht zutraut, etwas Gutes zu sein. In Jurassic World Dominion gibt es ein Zitat von Dr. Ian Malcolm, was nicht im Skript stand, in dem Dr. Ian Malcolm, also Jeff Goldblum, gesagt hat, Jurassic World bin ich kein Fan davon. Ich muss so etwas nicht in der Kamera hören. Traut euch etwas. Seid ein eigenes Medium, ein eigenes Filmuniversum. Ihr wollt eine neue Trilogie machen, dann steht eben auch dazu. Ihr wollt Hybriden einbauen, nehmt das Thema ernst. Ihr habt Klone in der Geschichte mit drin. Ihr habt eine Palette von Diskussionsthemen. Benutzt die auch ernsthaft. Das ist nicht lächerlich, das sind geile Ideen. Benutzt sie auch. Und das würde ich mir für kommende Jurassic-Filme eben einfach wünschen, dass das Konzept Dinosaurier vielleicht ein bisschen in den Hinterhalt gerät. Denn seien wir mal ganz ehrlich, die Geschichte der Dinosaurier ist irgendwo zu Ende erzählt. Wir haben jetzt jedes mögliche Szenario irgendwo durchgespielt, durchgesprochen, durchgedacht. Die Saurier sind an sich am Ende. Trotzdem leben wir in einer Welt, in der Dinosaurier existieren, nach Jurassic World Dominion. Wenn ein neuer Film rauskommt, geht in eine andere Richtung. Traut euch etwas mehr, geht aus euch heraus und versucht vielleicht mal ein bisschen einen düsteren Aspekt zu kreieren. Nur ganz kurz als Beispiel, wir haben das Konzept der Hybriden. Die Kinderserie Jurassic World Camp Cretaceous hat super geil vorgemacht mit dem Scorpius Rex, einer der geilsten Hybriden in der gesamten Jurassic-Reihe. Ein Tier, das man nicht wirklich interpretieren kann, das aus dem Nichts heraus auftaucht, das auch jagt quasi wie ein Predator. Als einziger Jäger, beziehungsweise irgendwann werden es dann auch zwei, so etwas würde ich gerne sehen. Dreht ein bisschen frei mit diesen Hybriden und gebt uns wirklich Monster. Gebt uns jetzt Monsterfilme. Versucht nicht auf die Nostalgieschiene zu gehen und zu sagen, wisst ihr noch, das ist doch damals wie in Jurassic Park. Na, versteht ihr das? Die Musik ist übrigens auch so ähnlich. Macht jetzt euer eigenes Ding. Das Ganze spielt natürlich nach wie vor im Jurassic-Universum. Aber jetzt zeigt uns doch mal wirklich die Konsequenzen mit dieser gesamten Gentechnik. Ich meine, wir haben jetzt tatsächlich genmanipulierte Heuschrecken gehabt. Was heißt das aber im weiteren Verlauf der Geschichte? Jurassic World Dominion suggeriert dann mit einem schönen Happy End, wo Dr. Henry Wu die Heuschrecken quasi heilt oder eigentlich bringt er sie ja um, dass alles jetzt wieder Friede, Freude, Eierkuchen ist, als ob Louis Dutchen der einzige Mensch wäre, der solche Ziele damit verfolgt. Gebt uns jetzt wirklich
Vielleicht sogar ein Chaos, aber dabei ganz wichtig, werdet nicht zu groß. Eine Sache, die ich an Jurassic World Dominion wirklich nicht mag, die dem Film auf jeden Fall das Genick gebrochen hat, ist dieses, wir denken wieder einmal zu groß. Wir können keine kleine Geschichte erzählen, das ist das furiose Finale. Wir müssen wieder, die gesamte Welt ist wieder bedroht, in diesem Fall eben von einer Nahrungsknappheit durch diese Heuschrecken eben. Das ist zu viel für einen Jurassic-Film. Gibt uns Figuren, wie in dem Kurzfilm Jurassic World Battle at Big Rock, wo es einfach nur um eine kleine Familie und einen einzigen Allosaurus geht, der eben diese Familie jagt. Das könnte jetzt kein 3-Stunden-Film werden, aber ein schöner 90-Minuten-Film, der sich ein bisschen auch anfühlt wie ein Predator-Film, quasi, wo wir einen Saurier von mir aus haben, einen Hybriden von mir aus auch, und dann findet man nach und nach heraus, ey, dieser Hybrid frisst einfach die anderen Dinosaurier auf und die Menschen müssen gucken, was da eigentlich wirklich los ist. Baut so ein Mysterium darum auf und dann macht die Filme vielleicht ein bisschen härter. Ich weiß, ich verstehe den Aspekt, dass man die Familien freundlicher gestalten wollte, aber muss ich mal überlegen, dass auch Jurassic Park 1 früher, da bist du mit deiner Familie reingegangen. Ich meine, ich war 7, als ich in Jurassic Park 2 im Kino war, mit meinem Bruder, mit meiner Mutter. Ihr müsst die Filme nicht so künstlich verdisneyfizieren, wollte ich schon sagen, aber tatsächlich ist es irgendwo auch so. Ihr müsst die Jurassic-Filme nicht künstlich weichklopfen, damit möglichst viele Menschen reinrennen. Was ich mir auf jeden Fall erwarte, ist, dass sie einen ganz neuen Weg gehen. Sie haben bei Jurassic World, haben sie sich getraut, einen komplett neuen Ansatz anzusprechen. Die haben gesagt, wir denken dieses Szenario jetzt irgendwie weiter, und sie haben das gut weitergedacht. Sie haben sich gesagt, wenn wir Dinosaurier erschaffen können, indem wir 2 Gene miteinander kombinieren, dann können wir auch 2 Dinosaurier-Gene miteinander kombinieren und neue Saurier erschaffen. Geile Idee, geile Prämisse. Sie haben es sogar nochmal weitergedacht. Wir können auch Menschen erschaffen. Natürlich können sie das. Warum sollte denn Maisie kein Klon sein, nach allem, was wir wissen, was mit der Technik möglich ist in der Welt von Jurassic? Maisie ist eine logische Konsequenz aus dem, was wir in Jurassic Park gesehen haben. Bin ich vollkommen cool damit. Die Erzählstruktur muss nur ein bisschen genauer, ein bisschen klarer sein. Maisie würde ich sehr gerne wiedersehen. Ich würde gerne mehr von ihr erfahren. Ich hatte schon mal ein Video darüber gemacht, wie ich mir eine Fortsetzung mit Maisie vorstelle. Da ging es dann darum, dass Maisie auf die Isla Sorna reist und dann versucht herauszufinden, wer ihre Mutter wirklich war, und dann vielleicht hinter irgendwelche Intrigen kommt, die Ingen eben noch ausgeheckt hat oder auch Biosyn von mir aus. Dann wäre vielleicht rausgekommen, ja, die haben bereits weitere genmanipulierte Hybriden geschaffen, ähnlich wie jetzt hier bei mir auf dem Thumbnail. Irgend solche Kreaturen, die eben ganz klar Monster sind. Und dass sich dann diese Monster in einer Welt wiederfinden, die von Dinosauriern und Menschen beherbergt werden. Und man könnte daraus so schöne Geschichten machen. Kurz also zusammengefasst, findet einen Fokus und einen Ton, den ihr in eine neue Trilogie setzt. Es ist immer die Rede von einer neuen Trilogie. Ob das wirklich so ist, weiß man noch nicht ganz genau, wenn es eine neue Trilogie ist. Findet einen neuen Ton, findet einen Fokus. Was wollt ihr uns mit dieser Geschichte erzählen? Es gibt massig an Sachen, die man dahinter fragen müsste bei so einer Thematik. Baut die Figuren aus oder fügt neue Figuren ein, die interessant sind. Es tut mir wirklich leid, aber Owen und Claire sind mit die langweiligsten Figuren, die ich seit langem gesehen habe. Owen und Claire haben keine Charakterentwicklung, außer ein einziges Mal in Jurassic World 1 am Ende. Dann in Jurassic World 2 sind die beiden irgendwie vertauscht und keiner versteht wieso. Das ist einfach, weil der Film es halt jetzt so braucht. In Jurassic World 3 ist Owen dann auf einmal wieder ein Lappen und lässt den Parasaurolophus töten mit der Ausrede, ja, ich habe jetzt ja eine Tochter und da muss ich drauf aufpassen und deswegen gleich einfach mal einen Mörder wegrennen, der sehr wahrscheinlich auch meine Tochter töten würde und entführen würde, was dann eben auch passiert. Aber die sind alle so klischeehafte Figuren. Wenn wir uns anschauen, wie Dr. Alan Grant, Ian Malcolm, Ellie Sattler, wie die geschrieben waren, die Figuren harmonieren nicht mal wirklich gut zusammen und schaffen es dann aber trotzdem irgendwie miteinander klarzukommen. Die haben alle eine eigene Agenda, eine eigene Charakterentwicklung. Das sind echte Menschen, das sind Blaupausen und Schablonen. Und da würde ich mir auch wünschen, wenn ihr halt sowas macht, hockt euch hin und überlegt euch, wie ihr Hauptfiguren wirklich gut und clever und interessant schreiben könnt. Es gibt ja zum Beispiel auch Gerüchte über einen Film, über eine gewisse Sydney, eine Serie, die nächstes oder übernächstes Jahr erscheinen soll, eine Animationsserie, wo ein Mädchen namens Sydney bei einem Vorfall mit einer Kreatur ihren Arm verliert. Das wäre eine interessante Situation, weil hier könnte man zum Beispiel sagen, ey, Sydney hätte Interesse daran, diese Biotechnologie in die Hände zu bekommen, um vielleicht ihren Arm irgendwie wieder nachwachsen zu lassen oder ähnliches. Gehen wir sehr weit weg von dem, was Jurassic Park 1 ausgemacht hat? Ja. Meiner Meinung nach ist die Geschichte rund um den Jurassic Park und die Dinosaurier
schon nach Jurassic Park 2 eigentlich abgeschlossen gewesen. Da gab es die Antwort, wie wir mit diesen Dinosauriern hätten umgehen können. Jetzt haben wir danach noch Jurassic Park 3 bekommen und Jurassic World 1 bis 3 ist jetzt vorbei. Wir müssen jetzt wirklich ausbrechen. Wir müssen aus diesem Käfig ausbrechen und von Dinosauriern zu Kreaturen überwandern. Oder was sie auch noch machen könnten, ist wirklich diesen Urzeitgedanken weiterspinnen und jetzt eben auf Säbelzahntiger, Mammut und Co. Das könnte man auch super schön miteinander kombinieren. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass wir nicht noch einmal Schablonen der Originalfilme bekommen. Das reicht jetzt. Jetzt bist wie immer du gefragt. Wie sind deine Gedanken zu dem Thema? Wie stellst du dir eine Fortsetzung zu Jurassic World Dominion vor? Oder was wünschst du dir denn, was in Jurassic World 4 oder dem, wie es auch immer heißen wird, dann die Fortsetzung, was dann da eben passieren könnte? Schreib mir deine Gedanken auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Ich bin sehr gespannt drauf. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch, wie schon gesagt, super schöne Festtage. Kommt gut ins neue Jahr. Und natürlich sehen wir uns dann auch wieder. Bis zum nächsten Mal.